Das Erzgebirge ist das Weihnachtsgebirge. Nirgendwo sonst werden Fenster und Christbaum so festlich geschmückt. Nirgendwo wird das Weihnachtsfest so sehnsüchtig erwartet. Das sind alles gute Gründe, um hier mal den Advent zu erleben. Schwarzenberg liegt im oberen Erzgebirge. Die alte Stadt steht auf einem schmalen Fels. Deshalb gibt es hier wenig Platz. Besucher und Händler rücken eben zusammen. Das ist das Schönste im ganzen Jahr. Wir haben Met und leckere Getränke mit Honig. Geht los bei 11% beim Met und geht hoch bis 35% beim Schnaps. Wir verkaufen Schwibbögen aus Edelstahl. Wir haben diese großen, sie sind für außen, das ist der 1,20 Meter oder 1,50 Meter, mit Wechselmotiv. Eigentlich sind es ja Kartoffelpuffer. Nur hier im Erzgebirge heißen die halt Fratzen oder Glitscher. Ich werde unter anderem in eine riesige Zinnkammer einfahren. Kuschelig! Und dort eine Mettenschicht machen. Außerdem werde ich klöppeln lernen. Das ist der Klöppelsack und man hat hier eben diesen Klöppelbrief. Das sind alles Dinge, die ich noch nie gemacht habe, aber die zur Schwarzenberger Weihnacht einfach dazugehören. Und das sind auch nur ein paar Punkte auf meiner Liste. Also bleibt unbedingt dran. Schwarzenberg gehört eher zu den kleinen Bergstädten im Westerzgebirge. In alten Dokumenten wird es auch als Städtlein bezeichnet. Nur 3,5 Hektar misst die auf einem Felsplateau gelegene Altstadt mit Schloss und Kirche. Heute kann man im Schloss eine tolle Ausstellung erzgebirgischer Volkskunst besuchen. Bergbau und Eisenindustrie legten den wirtschaftlichen Grundstein. Viele Ausstellungsstücke berichten vom Segen, den Silber und Eisen brachten. Bergmännische Szenen unter Tage hielt der Schnitzer Harry Schmidt in Holz fest, bis in die 80er Jahre. War es die Arbeit im dunklen Schacht oder die Aufbereitung über Tage? Seine Geschichten aus Holz zeigen detailreich und lebensnah die Arbeitswelt des Bergmannes. Seit 2013 sind die neuen vielteiligen Schaukästen im Schwarzenberger Schloss ausgestellt. Der Schwibbogen spielte im Volkskundschaffen der Schnitzer eine besondere Rolle. Jener Lichterbogen, der auch das Stollenmundloch symbolisiert. Die ersten Schwibbögen fertigte 1778 in Johanngeorgenstadt der Bergschmied Teller. So richtig populär wurde der Schwibbogen erst durch eine Schwarzenberger Volkskunstausstellung in den 1930er Jahren. Seitdem schmückt er viele Fenster. In Schwarzenberg ist der Lichterbogen aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr kommt ein neuer Großschwibbogen hinzu. So wie hier in Krandorf, einem Ortsteil von Schwarzenberg. Sie bauen ja eigentlich Lüftungsanlagen oder Anlagen für Großbetriebe. Ja. Wie kommt es denn eigentlich zu Schwibbögen? Es sind viele in den 70er, 80er Jahren gebaut wurden von Unternehmen, die halt für ihre Stadt oder für irgendjemanden mal was gemacht haben. Ja. Und es sind halt jetzt in die Jahre gekommen, gehen immer mehr kaputt. Und aus dem Grund müssen sie halt hin und wieder auch mal erneuert werden. Was ist denn das Besondere daran? Früher wurde das mit Leipziger Arbeiten gemacht, über Papier übertragen.
Und das Problem ist halt, dass wir die Sachen jetzt mit einem Plasmaschneider ausschneiden, also mit einer computergestützten Maschine. Also muss das Motiv auch entsprechend im CAD-Programm erarbeitet werden, muss im 3D-Modell erarbeitet werden, um dann die Maschinendaten rauszukriegen. Und das ist dann schon teilweise etwas aufwendiger. Der Schwibbogen besteht ja auch aus einem besonderen Material, ne? Was hat das jetzt für einen Grund? Die alten Schwibbögen, die in den 70er, 80er Jahren hier aufgestellt wurden, die sind meistens aus normalem Stahl gefertigt. Deswegen rosten sie auch und gehen kaputt. Wir haben jetzt die letzten zwei und diesen dann im Edelstahl hergestellt, schwarz lackiert, dass er wieder original schwarz ist. Ich gehe davon aus, dass den dann meine Enkel noch erleben werden. Schwarzenberg wird seit über 100 Jahren als Perle des Erzgebirges bezeichnet. Bergbau auf Silber und Eisen machten die Stadt reich. Aber auch mächtige Zinnadern durchzogen das Gebirge. Ganz in der Nähe gibt es ein Besucherbergwerk. Jetzt geht's zu den Zinnkammern von Pöhla. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Dort mache ich meine erste Mettenschicht und ich bin richtig gespannt, was mich da jetzt erwartet. Wird sicherlich sehr abenteuerlich. 200 Leute sollen hier reinpassen? Kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, aber werden wir jetzt mal sehen. So, junge Frau. Ja, ich brauche auch noch einen Helm. Ja. Ich habe hier den größten Bergführer, den wir haben. Stell das mal richtig ein. So, mal gucken, ob wir es gleich dran haben. Probieren Sie mal bitte. Sieht gut aus. So, wenn Sie uns mal durchlassen, vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, so, vielen Dank. Jetzt steigen wir in den Waggon ein und ganz wichtig, Arme und Beine nicht ausschlucken. So, auch den ersten Waggon nutzen, gleich hier gerade zu. Kuschelig. Was heißt denn eigentlich genau Mettenschicht? Ja, Mettenschicht, das war die letzte Schicht des Jahres. Die Bergleute haben sich eigentlich feierlich versammelt, haben ein Resümee gezogen, was haben wir dieses Jahr für reiche Erze abbauen können, haben dort Toten und Verletzten gedacht und haben sich noch einmal bei Speise und auch Liedern, alten Liedern zusammengefunden und die Weihnachtszeit praktisch eingeläutet. Hier sind wir jetzt an der Stelle, wo wir den Gästen bei einer Führung ein Bohrgerät erklären. Das ist also, ich sage mal, das Hauptwerkzeug von einem Hauer auf dem Abbau gewesen. Man hat hier einen Bohrhammer, der wiegt so 23 Kilo mit der Stütze, die wiegt auch noch mal so 18 Kilo und den Schläuchen wiegt so ein Ding halt guten Zentner. Greifen Sie ruhig mal hier ran mit Ihrer zarten Hand, heben Sie es mal hoch. Ja gut, dann lassen wir es eben für heute. Nee, das ist schon, so. Ist schon irre. Sobald man den Helm aufsetzt, war einer für den anderen verantwortlich. Und so hat sich auch jeder aufgeführt. Also sämtliche anderen Belange waren, wenn die Bergleute eingefahren sind, Geschichte. Heute sind Mettenschichten die Touristenattraktion in der Vorweihnachtszeit. Nach altem Brauch beschließen Bergmanns Musik und Bergmanns Schmaus die letzte Schicht des Jahres. Wenn ihr auch mal so eine Mettenschicht machen wollt, dann meldet euch am besten schon im Januar für das nächste Weihnachten an, damit ihr auch auf der sicheren Seite seid und einen Platz bekommt. Das Schwarzenberger Schloss thront auf diesem Plateau hier und dominiert so Stadtbild und Landschaft. Es ist wirklich riesig. Es gibt 7 Stockwerke, aber das Allerbeste ist, hier habe ich meine erste Klöppelstunde. Also dieser Engel wird's jetzt? Genau, damit fangen wir jetzt an. Okay. Also
eins in der rechten Hand, eins in der linken Hand. Das heißt, es ist wie Haare flechten, bloß mit 4 Strähnen statt mit 3. Du fängst rechts an, legst den äußersten über den zweiten. Auf der anderen Seite machen wir es in die andere Richtung und dann kreuzen wir in der Mitte. Und das ist immer so ein Rhythmus, also reindrehen, rausdrehen und kreuzen. Okay, also reindrehen, rausdrehen und die inneren kreuzen. Ja, gut, das ist jetzt die einfache Variante, weil wir klöppeln hier gerade einen Weihnachtsengel. Und was klöppelst denn du momentan eigentlich? Also momentan klöpple ich ein Zebra für meine Schwester, die ist momentan in Afrika. Wie sieht man hier bitte durch? Ja, ich komme ja schon mit den 4, also mit den 2 Paaren nicht zurecht. Wie viele sind das insgesamt? 60. 60 Klöppel, genau. Der ganze Klöppelsack ist ja voll mit Klöppel. Ja, Stück für Stück. Echt cool. Ja. Du wirst bestimmt mal im geklöppelten Hochzeitskleid heiraten, oder? Nee, ich glaube eher nicht. Warum nicht? Ja, also es ist natürlich sehr aufwendig, so ein Kleid dann mit einer kompletten Spitze zu beklöppeln. Und man muss natürlich auch bedenken, ein Hochzeitskleid, was macht man damit? Man tanzt damit, man isst in dem Kleid. Das ist natürlich dann schade, wenn es kaputt geht oder wenn ein Fleck draufkommt. So, der Weihnachtsengel ist jetzt fertig. Dank Miriam. Die erste geklöppelte Weihnachtsfigur von unter anderem mir. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich danke euch allen für diese coole Erfahrung. Ja. An welche Orte im Erzgebirge sollen wir unbedingt noch hinreisen? Schreibt uns mal eure Vorschläge in die Kommentare. In Schwarzenberg wird es abends gesellig. Live-Musik gibt's in der Kunstkneipe in der oberen Schlossgasse. Vor 32 Jahren eröffnet, war das urige Lokal von Anfang an mehr als nur eine Kneipe. Welche Geschichte steckt denn so hinter dieser kunstvollen Kneipe? Nach Kriegsende 1945 war Schwarzenberg unbesetzt. Also die Russen waren nicht da und die Amerikaner nicht. Es gibt da verschiedene Varianten, warum das so ist. Eine ist, dass die Russen und die Amerikaner haben Schwarzenberg übersehen. Mhm. Und der Stefan Heim hat das dann zu einem Buch gemacht, Schwarzenberg. Und durch ihn ist es eigentlich, also dieser geschichtliche Lapsus, eigentlich auch erstmal publik geworden. Weil wir das ja so hoch halten, haben wir einen Ausweis kreiert. Und du könntest Krass. Mitglied werden der Freien Republik. Ja, gerne. Ne? Gerne. Also das ist alles mit einem Augenzwinkern zu sehen. Und stellst du den Ausweis allen, jedem aus, jedem Besucher? Der es wert ist. Hiermit feierliche Übergabe. Bin ich jetzt offiziell Schwarzenbergerin? Jetzt sind Sie offiziell Mitglied der Freien Republik. Die Weihnachtszeit ist für die Erzgebirger schon immer etwas ganz Besonderes. Dörfer und Marktplätze sind wie verwandelt. Besucher und Gäste reisen extra deswegen in das Weihnachtsland. Wo, wenn nicht hier, kann man sich auf die Festtage einstimmen lassen? Die Schwarzenberger Weihnacht. Dazu gehören eine Mettenschicht, die vielen Schwibbögen, die geklöppelten Weihnachtsfiguren und natürlich Räuchermännchen oder ein Räucherhaus. Das war das Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch gleich noch die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.
Mehr von Hinreisen findet ihr hier. Jana war unterwegs, auch in der Montanregion in Mitteldeutschland. Familienurlaub im Altenburger Land. Und ihr könnt auch gern mal in mein letztes Video reinklicken. Ich war auf Burg Mildenstein in einem Escape Room. Es war so spannend. Und deswegen schaut's euch unbedingt an.